Zum erweiterten Indikationsgebiet aus dem Bereich des Bewegungsapparates gehört auch die Sportmedizin. Herr Magister Silvester Neithardt betreut seit Jahren Spitzensportler und hat mit der Magnetfeldtherapie bereits sehr viele Erfahrungen gemacht. Im nun Folgenden wird er uns ein praktisches Beispiel für die Anwendung der Magnetfeldtherapie vorführen. Im Spitzensport spielen natürlich viele Faktoren eine tragende Rolle, wie zum Beispiel Gesundheit, Psyche, mentale Bereich, die Koordination, die Rahmenbedingungen und so weiter. Hier konnten wir feststellen, beziehungsweise hat die Magnetfeldresonanztherapie gerade in den Bereichen der Gesundheit, der Psyche und im konditionellen Bereich hier positive Rückmeldungen gegeben. Wir konnten feststellen, dass speziell im Bereich des Trainingsaufbaus, in der Regeneration und natürlich im Bereich des Immunsystems beziehungsweise bei Verletzungen oder Schmerzanwendungen hier schnellere Heilungsprozesse nachhaltig beziehungsweise hier positive Ansätze gebracht haben. Ein Tipp von Spitzensport: Normalerweise ist ja die Magnetfeldresonanztherapie eine Regulationstherapie, wo man für bestimmte Indikationen sehr viel Geduld und Ausdauer aufbringen sollte. Aber dennoch kann ich bei einer Anwendung schon übertragen auf den Muskeltonus hier messbar nachweisen, wie sie wirkt. Im Speziellen hier wollen wir den Hüftbeuger mal aufzeigen, wie verkürzt er sein kann oder wie verkürzt er ist. Wir messen das aus, und zwar den Abstand von der Ferse zum Boden. Hier im Speziellen sind es jetzt 17 cm zum Markieren. Danach machen wir eine Anwendung, normalerweise 8 Minuten mit der Matte und dann zusätzlich das mit dem Kissen. Wir demonstrieren nur die Anwendung mit dem Kissen. Wir legen den Kissen einfach auf die beanspruchte Muskelgruppe, stellen das System ein auf einmal den Kissenapplikator, dann 8 Minuten, effektiver wären 16 bis 24 Minuten und ebenso halt dann die Intensität. Auch hier kann man beim Hüftbeuger bis zu 150% locker gehen und aktivieren das System und werden dann nach 8 Minuten messen, ob sich etwas verändert hat. Okay, wir haben nur 5 Minuten Anwendung gemacht. Selbst da kann man erkennen, dass der Hüftbeuger aufgemacht hat, dass der Muskeltonus, diese verkrampfende Haltung, hier schon eine starke Relaxion, eine Lockerung, nachweislich hier um fast 5 cm gebracht hat. Bewegungsmangel zählt heute zu den häufigsten Ursachen für die Erkrankungen unserer Zivilisation. Osteoporose und infolge der Osteoporose Knochenbrüche zählen wohl zu den markantesten Erkrankungen unserer Zeit. Wir können mit Hilfe der pulsierenden elektromagnetischen Felder uns den von Yasuda bereits 1953 beschriebenen piezoelektrischen Effekt zunutze machen und damit verhindern, dass ein Knochenabbau sehr rasch und progressiv weiterschreitet. Herr Dr. Michalski ist Orthopäde und wird Ihnen das Einsatzgebiet der Orthopädie noch ein wenig erläutern. In meiner Praxis hat sich die Magnetfeldtherapie ausgesprochen gut bewährt, vor allen Dingen hinsichtlich von Wirbelsäulenerkrankungen. Ich habe sehr, sehr viele Wirbelsäulenpatienten, sprich mit Bandscheibenvorfällen und anderen Wirbelsäulenproblemen. Aber auch ganz stark sind bei mir die Patienten mit arthrotischen Beschwerden, das heißt mit Gelenksverschleißveränderungen vertreten und nicht zuletzt Patienten mit chronischer Polyarthritis. Bei den Wirbelsäulenproblemen mache ich mir natürlich mit der Magnetfeldtherapie 1 zunutze, und zwar den muskelentspannenden Effekt, der sofort eine Linderung bei Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen mit sich bringt. Und das Weitere ist, dass ich eine gewisse Abschwellung an den Nervenwurzeln erreiche und damit eine weitere Erleichterung für die Wirbelsäulengequälten Patienten. Nun kommen wir zu der
Anwendung des Magnetfeldes. Im Wesentlichen sind Faustregeln zu beachten. Wenn ich eine Ganzkörperanwendung mit dem Magnetfeld mache, dann ist es im Wesentlichen so, dass ich morgens mit 100 anfange und abends 100% und abends 10%. Wobei ich also ganz deutlich dazu sagen möchte, dass diese Dosierung immer einzuschleichen oder einschleichend zu verstehen ist. Also ich fange sonst, wenn ich einschleiche, wirklich bei 10% an und steige mich im Laufe der Wochen auf 100% am Morgen, ganz Körper. Und am Abend dementsprechend weniger, um eine beruhigende Wirkung des Magnetfeldes zu erreichen. Also bleiben wir bei 10%. Wichtig ist nur, dass man sich eines merkt, wenig ist oft mehr. Wenn ein Patient sich wohlfühlt bei 50%, so sollte man nicht unbedingt sagen, die 100% müssen am Morgen erreicht werden. Also sollte er sich wohlfühlen, bleiben Sie bei 50%. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich Wirbelsäulenabschnitte gezielt therapieren möchte, so mache ich das hier mit dem Applikator, mit dem Kissen. An der Halswirbelsäule ist 25-50%, an der Brustwirbelsäule 50-100% und an der Lendenwirbelsäule 150-200% ausreichend. An der Halswirbelsäule deswegen nicht sehr viel höher, weil hier doch ein relativ wichtiges Organ gelagert ist, und zwar die Schilddrüse. Und die ist sehr empfindlich, also nicht mehr als 50. Das ist das eine zur Wirbelsäule. Das andere, bei den Gelenken kann man also auch pauschal sagen oder über den Daumen gepeilt, 50-100 an den Schultergelenken, 100-150 an den Ellbogengelenken und 150-200 an den Hand- und Fingergelenken. Analog dazu an den Hüftgelenken, Kniegelenken und Sprunggelenken. Hüftgelenke 100-150, Kniegelenke 100-150 und Sprunggelenke und Zehengelenke 150-200. Und wichtig ist nur eins: bei Wirbelsäulenerkrankungen sollten immer die Beine etwas angewinkelt sein.